Und Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, heute spiele ich das Indie-Game Trauma. Generell ein Point-and-Click-Adventure, nur auf eine andere Art und Weise das Ganze. So, das habe ich mir nämlich heute frisch gekauft. Kann man sich aus Laden kaufen, 14 Euro sozusagen, oder im Internet bestellen. So, ich weiß soweit über das Spiel wirklich überhaupt noch nichts. Ich kann jetzt erstmal hier vier Sachen anklicken. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an. Und ja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt. In diesem Traum wird mein alter Teddy von einem Gewicht erdrückt. Achso, das ist schon das Spiel. Ich finde meinen alten Teddy. Ich muss ihn hier herausbekommen. Das ist eine gute Frage. Nein, Teddy! Also generell ist es so, ja, die Protagonistin des Spiels hat einen Autounfall gehabt und liegt jetzt sozusagen im Trauma, so wie das Spiel auch heißt, und hat da vier diverse Träume. Und ja, und die Rätsel versuchen wir natürlich soweit zu lösen. Kriegt denn hier raus da? Das Wenn Bild. Ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich zurück. Ich schaue mich um. Das funktioniert wohl nicht. Wo sind wir denn hier eigentlich? Aha. Da ist noch was, da ist noch was. Da war. Zurück, zurück, zurück. So. Ah. Das bin ich, als ich meine Diplomarbeit schrieb. Ich habe damals mein Haus kaum verlassen. Oh, ich was finde ist das weitere Kugeln. Jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, ich habe sie hier gesammelt. Ich muss eine Kugel ohne dieses Zeichen finden. Okay. Kann man auch so vorgehen? Nö, das geht nicht. Schade. Eine Kugel ohne dieses Zeichen. Ich erinnere mich, dieses Symbol gezeichnet zu haben. Ich muss eine Kugel ohne dieses Zeichen finden. Okay. Ich will zurück. Sieht aus wie der Ort, an dem ich während meines Jurastudiums zu Mittag aß. Seltsam. Ich war dort nie nachts. Ich habe ein Foto eines kleinen Samenkorns gefunden. Okay. Also generell sieht der Samenkorn genauso aus wie die anderen. Wie die großen Kugeln. Ich bin gerade ein bisschen verloren. Okay. Aber die Aufmachung ist schon mal sehr interessant gemacht. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich nach rechts. Ich möchte ja irgendwie nach vorne gehen, aber es funktioniert nicht. Das heißt, ich müsste noch ein Foto finden, womit ich nach vorne gehen kann wieder. Wie das aussieht. Ah, hier ist auch noch eins. Mein erster Schultag. Ich habe nicht geahnt, wie viele noch folgen würden. Ich bin erstmal ein bisschen sprachlos von dem Spiel, muss ich sagen. Das ist noch ein Wenn Foto. Ich dieses Symbol zeichne, drehe ich mich um. Aber hier ist doch so einer. Teddy!
glaube immer, dass es mich retten wird, eines dieser Gewichte zu heben. Ich glaube immer daran. Selbst wenn ich ertrinke. Okay. Glauben Sie, dass ich diesen Monat noch nach Hause kann? Vielleicht. Es hängt von Ihrem Gesundheitszustand ab. Ich habe eine Prüfung in 3 Wochen, auf die ich mich schon länger vorbereite. Es wird immer eine weitere Prüfung geben. Ich glaube, Sie sollten sich auf Ihre Genesung konzentrieren. Tue ich das nicht? Okay, das war das erste jetzt, oder? Ja, ging ja gar nicht so lange. Dann gehen wir nochmal gleich in das zweite Level, und zwar Following Role Models. Aber ist schon geil, ihr müsst mir zustimmen, es ist schon geil ein bisschen gemacht. In diesem Traum verfolge ich einen Geist. Catch the Ghost. Okay. Überall ist Gras. Seit ich Geister fange, habe ich diesen Ort vernachlässigt. Es scheint, als hätte ich schon immer den Geist verfolgt. Ich vergaß sogar, wer er ist. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich nach rechts. So, da ist schon mal der Geist. Wo will er denn hin? Ich habe ihn fast gefangen. Die Jagd gab mir einen Daseinszweck. Aber selbst ein Geist kann für einen Augenblick Schwächen zeigen. Irgendwann bemerke ich, dass ich mich im Kreis bewege. Ich muss dem ein Ende machen. Juhu, wir bewegen uns im Kreis. Sehr schön. Vielleicht nochmal hier ein bisschen umherspicken, ne? Was ist das? Nichts von Bedeutung. Okay. Ah, Foto. Als ich ein Kind war, mochte ich keine Puppen. Ich baute lieber Türme. Früher bin ich dort hochgeklettert. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch kann. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich zurück. Ah, das kenne ich ja schon. So, okay. Wie kriege ich jetzt diesen Geist zum Aufhalten? Das ist eine very gute Frage. Diese Maschinen wurden für schwere Arbeiten gebaut. Sie sind nutzlos für die Jagd nach Geistern. Ich fand das Foto einer Gewitterwolke. Wenn man es auf den Kopf dreht, sieht es wie ein Strudel aus. Okay, ja. Habe ich ihn vergessen? Ich drehe mich mal hier ein bisschen im Kreis. Okay, da zeigt der Geist Schwäche. Jetzt bin ich auch wieder am Anfang.
Ich muss irgendwas vergessen haben. Aber was hat es da mit der Kiste auf sich? Oh, ist so schwierig. Schwierig. Warum ist da ein Loch drinne? Vielleicht. Nö. Ich bin verwirrt. Hilfe! Kriegt er den Geist im Schnappen? Ich habe ja kein Gewehr, kein Geistergewehr dabei sozusagen. Wie bei Ghostbusters, das funktioniert ja nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe. Oder vielleicht hat es ja doch was mit der Kugel auf sich, mit diesem Maschinenbaugerät da, ne? Mit denen hier oben. Merklich schwer das. Aber wie nur? Wie kann ich denn damit was anfangen? Hier ist nochmal eine Kugel. Okay. Ich schaffe es, das Gewicht zu heben. Wie vor der Ankunft der Geister. Hey Kugel, wo willst du hin? Hallo? Jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte doch den Geist aufhalten. Hä? Okay, ja. Wir wechseln mal in das zweite. In das dritte meine ich schon. Ah, verwirrt. Ah! Verwirrt. Loading, 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 loading. In diesem Traum folge ich der Straße. Okay. Oh, ein Foto. Wenn ich dieses Symbol zeichne, bewege ich mich nach links. Nein, das wollen wir aber erstmal nicht. Welcher Straße folgen wir denn? Was nein eigentlich? Darum habe ich noch was. Als ich klein war, wollte ich Klempnerin werden. Meine Eltern haben das nicht gerade unterstützt. Spinnen. Kennen Sie nur. Die ersten Lebewesen, denen ich begegne. Sie leben von vorbeiziehender Beute. Folgen mal der Straße. Ich dachte, sie wollten, dass ich der Straße folge. Wieso machten sie es mir so schwer? Okay, ein Abfluss? Eine Wand? Okay. Ja, schon wieder verwirrt. Ich bin gefangen in ein Trauma, Hilfe! Dann gehen wir doch mal wieder zurück erstmal. Es ist eine gepflegte Welt. Aber sie ist nicht dafür geeignet, darin zu leben. Ah, was ist das? Etwas wurde durch den Abfluss gesaugt. Okay.
Ich muss einen Abfluss finden, der nicht verstopft ist. Okay, okay, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. So, wieder zurück. So, Straße, voraus. Oh, zu schnell. So. Obwohl sie solide erscheint, hat die Barriere keine Substanz. Geil. Ist schon geil. Die andere Seite des Tunnels kommt mir irgendwie bekannt vor. Man versuchte in einem Let's Play immer viel zu reden und viel zu sagen und ja, hier und da und hast du nicht gesehen. Aber das ist in diesem Spiel, finde ich, voll schwer irgendwie. Ich laufe im Kreis. Schon wieder im Kreis gelaufen. Yeah, es geht. Aber ich bin nicht falsch abgebogen. Diese Welt ist einfach zu klein. Was glauben Sie, wie lange ich hier bleiben werde? Es gibt keine Erwartungen. Ist es nicht etwas, das gute Ärzte einem geben sollen? Hoffnung? Perspektiven? Erwartungen können auch Erfolge abschwächen. Gibt es Erwartungen, kann man sie bestenfalls nur erfüllen. Also, was soll ich tun? Und auf zu Level 4. The Roadless Traveler. In diesem Traum suche ich nach einem versteckten Pfad. Ein versteckter Pfad, wir sind doch schon auf einem Pfad. Die Straße scheint kein Ende zu haben. Warte. Was ist das da? Achso, ich dachte, das wäre ein Foto. Gut, kann wieder vorwärts gehen. Ein versteckter Pfad auf einer Straße. Okay. Auf der Straße laufen andere Menschen. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Sitzt da etwa eine Person? Da waren wir ja schon. Catch, okay. Sie haben Plakatwände aufgebaut. Versuchen Sie damit etwas zu verstecken? Es scheint, als sei ich nicht die Erste, die nach dem unbetretenen Weg sucht. Okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Vielleicht gibt es so etwas gar nicht. Ab und zu finde ich eine Lichtung, aber es ist nie behaglich genug, um sich auszuruhen. Es fühlt sich an, als mache ich einen Fehler. Hier draußen scheint alles unerreichbar. Meine Hoffnungen, meine Träume. Aber auch meine Ängste. Okay. Also generell muss ich jetzt nochmal das erste Level. Da war ein Foto, wo Catch stand. Von einem Gewicht erdrückt.
Denn das kennen wir ja schon. Ich schaue mich um. Wo ist denn der alte Mann gewesen, ne? Oder Mann oder Person? Sieht aus wie der Ort, an dem ich während meines Jurastudiums zu Mittag aß. Seltsam. Ich war dort nie nachts. Weitere Kugeln. Jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, ich habe sie hier gesammelt. Den können wir ja nicht fangen. Ich glaube immer, dass es mich retten wird, eines dieser Gewichte zu heben. Immer daran. Selbst wenn ich ertrinke. Reef Discoveries. Okay. Ah, okay, mein Ending. Huh? Alternatives Ending, okay. Okay, es gibt pro Level andere Endings, sehe ich gerade. Okay. Jo. Gut, sagen wir es erstmal denn von dieser, von der Zeit jetzt aus erstmal. Das Spiel... Ich finde es richtig geil, auf alle Fälle ist mal was anderes. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen ausprobieren und so weiter. Ja, und wenn ihr davon natürlich mehr sehen möchtet, ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Und dann gehen wir nochmal die ganzen anderen Enden durch sozusagen. Die hier noch, ja, Catch the Ghost, okay. Generell immer das Mind Ending. Okay, das habe ich richtig gemacht. Und das nicht. Okay. Ja, wenn ihr noch die anderen Endings sehen möchtet sozusagen, dann schreibt es in den Kommentaren rein. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und das war's für heute erstmal mit Gaming with Ben. Und zwar tut mir natürlich auch leid, dass ich dieses Mal nicht so viel gesprochen habe wie sonst. Aber bei diesem Spiel, ich weiß nicht, man, das verschlägt einen komplett die Sprache sozusagen. Man muss überall hinhören. Was diese, was die Protagonistin da soweit sagt, die im Koma liegt. Und das fesselt auch irgendeine von der Grafik her und vom Gameplay her. Und ja, wenn euch das Video gefällt, gerne liken. Oben rechts ist der Abonnier-Button, damit ihr keine Folge verpasst von Gaming with Ben und von keinem anderen Spiel sozusagen, was ich let's playen werde. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr vom Trauma sehen möchtet, dann gerne einmal in den Kommentaren reinschreiben. Und ich sag von hier schon mal Tschüssikowski und bis dann. Und natürlich bis dahin immer schön weiterzocken.